Die Energiekrise eskaliert weiter und wer ist schuld? Putin und die Russen. Darum geht es in diesem Video, meine Damen und Herren, denn es hängt da einiges dran. Wir sehen gestern Gaspreise etwa in Europa über 20% gestiegen. Wir sehen auch in den USA die höchsten Gaspreise jetzt seit 2013. Damit steigt der Inflationsdruck weiter. Damit wird das Mantra der Notenbanken Transitory Inflation vorübergehende Inflation immer unglaubwürdiger. Damit steigen die Inflationserwartungen, die wiederum schaffen praktisch eine Self-Fulfilling Prophecy, weil wer Inflation erwartet, verhält sich so und so. Kommen wir jetzt in eine Situation, die für die Märkte sehr kritisch werden kann. Und wir haben ja vorgestern einen Abverkauf gesehen, wir haben gestern eine Rallye gesehen. Und was sehen wir heute? Das ist die Frage. Fangen wir erstmal an mit der Marktlage, bevor wir dann zu der Energiekrise kommen. Die Marktlage sieht so aus, dass die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite heute deutlich im Plus ist, 1,57%. Es geht also wieder weiter rauf mit den Renditen. Warum geht es rauf mit den Renditen? Weil es rauf geht mit den Rohstoffpreisen, mit den vor allem Energiepreisen. Das sorgt für steigende Inflationserwartungen. Darauf reagieren jetzt die Anleiherenditen. Und der Nasdaq, der gestern ja sehr, sehr stark war, um jetzt zu den Aktienmärkten zu kommen, der ist genau an diesen Trendkanal wieder rangelaufen, an die untere Begrenzung, hat es aber nicht geschafft. Die Futures sind erstmal vorbörslich negativ, eben auch wegen der steigenden Rendite. Und wir sehen ja diese Friktionen, diese Brüche in den Märkten schon lange, auch wenn die Indizes praktisch ja kaum korrigiert haben, sehen wir, dass die allermeisten Aktien korrigiert haben, die Marktbreite fehlt. Seit etwa März, April ist das zu beobachten. Wir sehen jetzt etwa, dass 91% der Aktien im S&P 500 mindestens 10% von ihrem Jahreshoch korrigiert haben, 90% im Nasdaq und sogar 98% im Russell 2000. Also die einzelnen Aktien erzählen uns eine andere Geschichte als die Indizes selbst. Die Indizes wiederum sind sehr stark geprägt, wenn es etwa der S&P und der Nasdaq ist, von den Schwergewichten aus dem Tech-Sektor. Die haben gestern wieder zulegen können, nachdem sie vorgestern abverkauft wurden. Aber wir sehen, die Marktbreite fehlt. Jetzt mal zwei Einschätzungen. Eine optimistische zu den Märkten. Die sagt, ja, okay, also wir dachten, die Korrektur geht noch bis 4200 Punkte beim S&P 500, aber sieht nicht so aus, jetzt gestern ja diese Rallye, wir denken, dass wir noch mal bis 4500 laufen. Fundstrat dagegen sagt, ja, also angesichts dieser fehlenden Marktbreite und des ganzen Verhaltens des Marktes gehen wir davon aus, dass jetzt Buy the Dip erstmal erledigt ist. Also wir sehen, da sind zwei widerstreitende Meinungen zu den Märkten. Welche werden Sie sich auswählen? Jedenfalls sehen wir zunächst mal weiter Störungen im Tech-Bereich. Wir haben Facebook, die jetzt praktisch wieder Störungen haben. Wir haben Amazon, die Probleme haben. Wir haben AT&T, die Probleme haben. Angeblich ja alles keine Hackerangriffe, aber in letzter Zeit ist das doch ein bisschen sehr häufig, was sich da bei diesen Tech-Firmen ansammelt. Und apropos Tech, Gensler von der SEC hat gesagt, wir werden Kryptowährungen nicht verbannen. Das hat ein bisschen Auftrieb gegeben für die Kryptos. Und wir sehen, dass die Republikaner nochmal klar gemacht haben, dass sie bei der Schuldenobergrenze Anhebung nicht wirklich mitmachen wollen. Aber kommen wir jetzt mal zu dieser ganzen Energiekrisenthematik, denn das ist das, was derzeit am heißesten ist, wegen diesem ganzen Rattenschwanz, der dranhängt. Hohe Energiepreise heißt hohe Inflation, denn Energie ist der Faktor schlechthin für Inflation. Und wenn die Energiepreise jetzt nicht irgendwie bald deutlich runtergehen und dafür spricht weniges, weil ja die Lager so leer sind, dann ist die ganze Geschichte ein heißes Thema. Wir sehen gestern diesen weiteren Anstieg von über 20% der Gaspreise in Europa. Das würde in etwa einem Ölstand von $230 entsprechen und eine Fachfrau hier sagt, also wenn jetzt der Frühwinter schon gleich kalt anfängt, dann könnte es sein, dass wir dann im Hochwinter praktisch ohne Gasreserven da sitzen. Das würde bedeuten, dass auch grüne Hintern dann frieren müssten und das wäre natürlich ein Drama. Aber wer ist schuld, meine Damen und Herren? Hier haben wir die Bild-Zeitung, jene Zeitung, die Qualitätsjournalismus verbirgt. Da sehen wir einen klar Schuldigen, das ist der Putin, der dreht Europa den Gashahn zu. Gell, der Russe ja insgesamt. Wenn irgendwo in Mogadischu ein Bordell abbrennt, entweder war es wahrscheinlich ein Russe, ne? Oder zum Beispiel, können Sie mir einen Krieg nennen, den die Russen verhindert haben? Wären wir doch einmal konkret. Ne? Einen Krieg, den die Russen verhindert haben. Schauen Sie, fällt Ihnen keiner ein. Ne? Und überhaupt könnte man ja vielleicht auch sagen, dass die Russen
hier schuld sind an ganz anderen Dingen noch. Na, schauen Sie mal nach Afghanistan. Wäre die Russin nicht nach Afghanistan, dann hätten die Amerikaner die Taliban nicht aufpimpern müssen, wodurch die Taliban dann nicht an die Macht gelangt wären, wodurch Osama Bin Laden dann hätte sich nicht in Afghanistan niederlassen können, um von dort aus die Anschläge auf das World Trade Center zu planen. Also indirekt könnte man sagen, ist die russische Schuld an 9/11. Ne? Sehen Sie es einmal so. Und jetzt dementsprechend völlig richtig, was die Bild-Zeitung schreibt. Da kommt also kein Gas mehr, also gar viel weniger jetzt etwa durch Weißrussland und Polen, 70% weniger durch die Ukraine, 22% weniger, gell? Also der will unbedingt sein Nord Stream 2 haben. Ist das richtig? Stimmt diese These, dass das jetzt wegen Nord Stream 2 ist und dass der Russe einfach nicht liefert, weil er uns nicht wohlgesonnen ist? Das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Meine Damen und Herren, hier sehen wir zunächst mal, dass Gazprom offenkundig selber, das hatte ich schon mal gezeigt, praktisch auch kein Vorrat mehr hat an Gas, und es ist offenkundig so, dass eben die Asiaten höhere Preise bezahlen und dementsprechend wahnsinnig viel ordern, vor allem die Chinesen. Hier sehen wir übrigens mal ein Verhältnis zwischen Aktien zu Rohstoffen in diesem unteren Chart. Da sehen wir, da kommen wir jetzt an eine wichtige Trendlinie. Okay, aber da hat sich schon sehr viel getan. Rohstoffe ja deutlich gestiegen in der Summe, Bloomberg Rohstoffindex auf einem neuen Hoch. Und jetzt haben wir das Problem, dass natürlich diese Geschichte so aussieht wie ein Bitcoin-Chart aus den besten Zeiten. Das ist hier Natural Gas, und die Frage ist ja, welche Konsequenzen wird das haben? Das ist fast ja ein absurder Chart, aber er hat eben Konsequenzen, die weit gefächert sind, und vor allem, was passiert mit dem Ölpreis? Denn aufgrund dieser ganzen Bewegung in Sachen grüner Technologien sind Ölfirmen in letzter Zeit überhaupt nicht mehr willig gewesen, großartig zu investieren in die Förderung fossiler Energien. Das sagt hier etwa einer aus dem Ölsektor. Ja, also das ist sozusagen überhaupt nicht passiert. Wenn jetzt also der Ölpreis noch mit anzieht, und da sehe ich die große Gefahr, dann rumpelt es richtig in der Kiste, dann sind vor allem Ölfirmen ein bisschen sehr günstig bewertet, denn in diesen Aktien der Ölfirmen ist eingepreist, dass letztendlich der Ölpreis bald wieder fällt. Was, wenn er das nicht tut? Das ist genau die interessante Frage. Und jetzt kommen wir mal zu den Konsequenzen dieser Situation bei den Energiepreisen. Wir sehen, dass bisher die Notenbanken durch ihre ultralaxe Geldpolitik, durch die Fiskalpolitik der Staaten dazu geführt haben, dass die Margen der Unternehmen sehr, sehr gut waren in den USA. Jetzt aber steigen die Kosten, vorher schon durch Lieferkettenprobleme, Materialmangel und jetzt Energiepreise. Das wird bedeuten, dass natürlich dann jetzt diese traumhaften Margen erstmal vorbei sind. Ich hatte mehrfach schon gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich schwierige Zeiten kriegen jetzt in Sachen US-Berichtssaison insgesamt. Wir sehen, dass auch in den USA jetzt die Gaspreise auf den höchsten Stand seit 12 Jahren gestiegen sind. Auch da sind die Lager nicht voll, da sind die Lager deutlich geringer gefüllt als in den letzten Jahren. Und warum ist all das wichtig? Weil die Vergangenheit zeigt, etwa aus den Jahren 2008 und 2011, dass ein starker Anstieg der Energiepreise dann in der Regel dazu führt, dass die Leute weniger ausgeben, weil sie weniger verfügbares Geld haben für den Konsum, weil eben die Energiepreise so stark gestiegen sind. Und wir sehen auch dann meistens einen Slowdown in Manufacturing Output, also die Industrie produziert weniger, eben weil die Kosten so stark steigen für die Materialien, alles was mit Energie da verbunden ist. Also das ist ein richtiger Punkt, und das Interessante an dieser Geschichte ist, die Welt kennt natürlich schon lange irgendwelche Probleme mit der Energieversorgung, aber die entwickelte, die westliche Welt kennt sie eher nicht. Das ist das Neue, was wir hier sehen, dass wir praktisch jetzt vor einer Situation stehen, wo wir etwas, was wir als selbstverständlich erachteten, nämlich dass der Strom halt aus der Steckdose kommt, dass wir das mal ein bisschen hinterfragen müssen, dass wir das selbst für Nahrungsmittel hinterfragen müssen, dass das alles nicht so selbstverständlich ist, wie wir uns das gedacht haben. Also, das ist die Situation. Und jetzt kommt die Fed und andere Notenbanken natürlich unter Druck. Die Fed in Gestalt von Jerome Powell jetzt im Besonderen, gestern Elizabeth Warren, die gesagt hat, also Powell hat als Führer versagt. Und unklar, warum Powell nicht dafür gesorgt hat, dass diese Trading-Aktivitäten der Fed-Mitglieder nicht unterblieben sind. Das ist also praktisch nicht mehr tragbar. Dieser Mann ist nicht mehr tragbar. Joe Biden hat gestern gesagt, er hat at this time derzeit Vertrauen in Jerome Powell. Also
Das ist nicht so gerade wirklich der ganz große Rückenwind für Jerome Powell, auch durch Joe Biden nicht. Jedenfalls ist das natürlich jetzt eine Situation insgesamt, jenseits dieser Skandale bei der Fed, die katastrophal ist für die Notenbanken insgesamt. Ihr Geschwätz von Transitory, das löst sich jetzt immer mehr in Luft auf und sie sind immer noch voll auf dem Gaspedal. Die Inflationserwartungen, hier sehen wir das in einem Chart, der alles auf den Punkt bringt, die Inflationserwartungen gehen weiter nach oben. Und die Wirtschaftsperspektiven gehen weiter nach unten. Hier sehen wir Atlanta Fed, der GDP Now Forecast, also praktisch die, so eine Art aktueller Ticker, wie das BIP sich entwickelt. Und wir sehen, da geht es deutlich nach unten. Klar, Materialmangel, Lieferkettenprobleme, viele Autos, die nicht produziert werden, viele Güter, die nicht produziert werden können, dementsprechend auch nicht verkauft werden können. Das ist schon logisch. Also das ist genau die Riesenthematik, mit der wir es zu tun haben. Hier sehen wir das jetzt auch mal konkret wieder, zum Beispiel Apple. Da deuten sich große Schwierigkeiten an bei den Lieferanten, weil eben China solche Energieprobleme hatte. China ist jetzt sogar bereit gewesen, wieder australische Kohle anzulanden. Das hat man ja praktisch verbannt gehabt, hat das nicht so klar gesagt, aber es war klar, dass man praktisch australische Kohle boykottiert. Jetzt kauft man doch wieder Kohle aus Australien. Ja, in Zeiten der Not ist der Magen dann doch näher als das Gehirn. Und Joe Biden hat hier mit Xi Jinping gesprochen in Sachen Taiwan. Was dabei passiert ist, weiß man nicht. Abschließend noch eine Empfehlung, meine Damen und Herren. Aktienmarkt, was man jetzt kaufen sollte und was nicht. Björn Heisenberger hat diesen Artikel geschrieben, das erste Mal für Finanzmarktwelt. Fand ich sehr, sehr interessant. Da wird mal klar analysiert, wie teuer sind eigentlich die Märkte, welche Sektoren sind besonders teuer und was sollte man jetzt vielleicht kaufen und was sollte man auf keinen Fall kaufen. Ich werde Ihnen diesen Artikel unter dem Video verlinken und verweise nochmal, meine Damen und Herren, auf die morgige Sendung Boom und Bust. Party vorbei oder kommen jetzt stürmische Zeiten oder werden wir neue Allzeithochs wiedersehen und alles ist entspannt. Mit Rüdiger Born, morgen 18.30 Uhr, dass Sie das im Hinterkopf behalten. Und jetzt, nach dem Genuss meines Videos, meine Damen und Herren, den Artikel über die Aktienmärkte, was man kaufen sollte und was nicht, der unter dem Video verlinkt ist. Ich sage Servus und Ciao.